interessiert mich das ja eigentlich herzlichst wenig. Ich werde nämlich nicht allzu gerne angegriffen. Kreative Blockade. Müssen wir eigentlich durch den Boden durchfallen, so wie der Boden aussieht? Ein Fenster. Ja, die Puppe hat einen Schlüssel. Ich sag ja, nicht wirklich gruselig, sondern eher disturbing. Also ich finde, dieses Spiel hat wirklich nichts. Nicht so den klassischen Gruselfaktor, sondern wirklich, es verstört mich so ein bisschen. Wo muss ich jetzt hier rein? Jetzt ist wirklich nur von der Puppe, der Schatten. Wo soll ich hin? Ich möchte die Tür gerne zumachen. Das geht aber nicht. Ah, ich hätte nur gegen die Wand laufen müssen. Das? 9. Juli, nicht Juni, nicht vergessen. Neumond. Okay. Nein. Es gibt hier sehr viele Schlafzimmer. Vor allem, weil das hier mit dem Schatten aussieht, als würde da jemand liegen. Also als wäre das eine Silhouette von jemandem. Okay. Wieder ein Zusammenzucken. Ich würde sagen, wenn ich das nächste Mal im Atelier bin. Wo ist denn mein Schlüssel? More notes today, even worse than before. The sad part is, I agree with every word. Okay. Wo ist mein Schlüssel? Bin ich wieder hier. Also ich würde jetzt noch zurück ins Atelier. Weil ich ja noch nichts gefunden habe. Oh, okay. Hier geht's runter. Hier ist zu. Also, das Spiel nimmt einen schon mit, aber
Wie gesagt, auf eine ganz andere, auf einer ganz anderen Schiene einfach. Weil ich nicht wirklich Angst habe. Ist aber sehr schwer zu beschreiben, was es sonst ist. Und ich meine, ich gebe ja zu, wenn ich Angst habe. Habe ich ja bei Amnesia auch gemacht. Aber es ist halt keine Angst. Es ist wirklich so ein, einfach nur so ein ungutes Gefühl. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten. Und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich, aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber, den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie Ihre Frau, nicht unüblich. Was Sie als abartiges Grinsen oder innervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Ach, physiologisch, okay, psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess. Stärke und Unterstützung, der all ihre Stärke und Unterstützung erfordern sollten, sie den Wunsch haben, einen Langzeit-Rehabilitationsplan mit mir zu besprechen, dürfen sie gerne meine Kollegen oder mich kontaktieren. Hochachtungsvoll, weiß ich nicht, jedenfalls Quacksalber. Ich gucke mir das nochmal an. Und wo stand jetzt Quacksalber? Another... Fuck, weiß ich nicht. So, und wir suchen jetzt das Telefon. Das kaputt ist. Dann würde es zumindest auch nicht mehr klingeln. Wie, it's time. Laufe ich gerade im Kreis? Ja, ich laufe im Kreis. Oh! Vielleicht kann ich jetzt weiter? Oder ich muss vielleicht in die andere Richtung. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber ich bin genervt. Yes,
Ich befinde mich in einer Schleife. Oh, ich kann endlich in eine andere Richtung. Restless Memories. Kranke Erinnerungen. Man könnte das krank nennen. Muss man aber nicht. Noch mehr Flaschen. Ey, ganz ehrlich, wenn... Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber wenn der so viel säuft, wundert es mich nicht, wenn er so ein paar... Ne? Flapping horror, be quiet, constantly flapping, eating other rats. Okay, also wir haben jetzt auch kannibalistische Ratten. Ein Elch. Hope is the mind killer.